Hey Leute und willkommen zur zweiten Folge. Boah, Alter, gerade meine Nase ist gerade zugegangen. Willkommen zur zweiten Folge von The Sims 4 in unserer WG mit Torben, Tobi und Flori. Also Flori, Tobi und mir. Und wir stehen jetzt hier vor unserem leeren Grundstück, was ich uns dann doch gekauft habe hier für 2000. Direkt schön am Fluss hier in so einer kleinen Sackgasse, nenne ich das mal. Hier wäre noch schöner gewesen, aber das Haus ist ja uns zu klein, weil wir drei Personen sind, die jeder ein eigenes Zimmer brauchen, wenn wir später mal Besuch kriegen. Und ja, dann müssen wir jetzt ins Baumenü gehen und einfach mal hier ein bisschen was zaubern, ne? Was ist das denn? Ach, das ist unser Briefkasten, richtig? Ja, der kommt erstmal nach ganz außen. So. Und dann hinterher kommt er halt an den Hauseingang. Passt da auf, ja, ich weiß. Ich weiß, wie ich das mache. L-förmiger Raum. Ja, ist schon cool. Ich brauche jetzt auf jeden Fall. Was für ein Haus baue ich denn? Ich hätte, glaube. Ach komm. Ach so, diagonal, nee. So, einen brauchen wir. Wir bauen uns jetzt hier so ein kleines schmuckes Haus. So, passt da auf jetzt. So. So. Gut. Ein bisschen weiter nach hinten vielleicht noch. Eigentlich wollte ich mir auch noch ein bisschen Platz für den Garten lassen, aber erstmal müssen ja die Wände her. Okay. Sehr gut. Jetzt bitte alle Wände anzeigen, denn jetzt richten wir uns hier die Zimmer. Jetzt bauen wir uns hier mal die Zimmer rein. Wollte ich eigentlich sagen. So, nee, nicht das Wandtool. Ich hätte gerne. Ja, schon ein Viereck. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich die Zimmer da jetzt reinmachen soll. Wie kann ich denn eine ganz normale Wand ziehen, bitte? Hallo? Ich möchte einfach eine Wand bauen. Kein komisches Rechteck, einfach eine Wand. Gib mir doch einfach eine Wand. Deine Höhestellung ist vollständig entfernt. Ich möchte einfach eine Wand bauen gerade. Aber das wird mir gerade definitiv vom Spiel verweigert. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Was ich jetzt direkt mal machen werde. So, scheiß drauf, geht die Folge halt ein paar Minütchen länger. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da eine Wand bauen soll. Echt nicht. Erstmal bauen wir jetzt im Flur. Okay, Leute, erstmal bauen wir im Flur. Passt auf. Der Flur, hier will ich gerne meinen Eingang haben. Pass auf, wir müssen jetzt hier genau, wie ich immer pass auf sagen will. So, eins, zwei, oh Gott. Oh Gott. Eins, also das ist drei, sechs, neun, zwölf, 15, 18, 20. Das heißt bei 10. drei, 6, 9, 10. Das heißt hier. Ja, geil. Da ist die Mitte. Warte. Hier. So, da will ich jetzt einen Flur haben. Ist das machbar in deiner Welt hier? Das war jetzt die Mitte hier, oder? Oder war die, so war die, glaube ich, ne? Ja, so war die bestimmt. So, hier will ich jetzt gerne einen Flur haben. Zeig mal bitte. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Flur. Perfekt. Sehr gut gemacht worden. Okay, der Flur sollte hier oben, sollte hier auch nochmal mittig reingehen. Passt auf, warte, ich zeige euch, wie ich das meine. Warte, jetzt hör mal auf, bitte. Spiel, mach mich nicht nervös. 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, bei 1, 2, 3, 4... Gibt es denn hier überhaupt einen Eingang nur, den wir dann schön dahin placen können? Kann man den verkleinern? Ich hoffe es mal.
Kann man, sehr gut. Dann können wir hier nämlich jetzt den Flur verkleinern. Wie kann ich diese Wand hier wieder wegmachen? Nein, das geht nicht. Da muss ich da eine Tür reinsetzen. Ist halt so. Ist halt so. Gut. Und das gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Bauen, 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 bauen. Und einmal. Ah, verdammt, das war falsch. Bewegen. Bewegen möchte ich das Ding. So. Und dann. Ach du Scheiße. Oh Gott. Mache, glaube ich, gerade alles kaputt. Richtig. So will ich. Nein. Och Mann. Alter Spiel, come on, bitte. Ja, so. Genau, und das möchte ich jetzt hier gerne bearbeiten. Denn ich muss das Ding dann wieder hier dran ziehen. Genau. Und das Ding muss ich hier dran ziehen. Puh, gut. So. Jetzt haben wir schon mal in solche Dinge aufgeteilt. Aber wir brauchen noch eine Küche, richtig? Wir können ja auch mehrstöckig bauen. Ist mir gerade so eingefallen. Ist natürlich auch machbar. Warum mache ich uns eigentlich so große Zimmer? Das will ich erstmal wieder verkaufen, bitte. Oh, ganze $60 haben wir dafür bekommen. Das ist ja, das ist ja, ist es ja, das ist ja, das ist ja. Wahnsinn ist das. So, passt auf, Leute. Jetzt machen wir mal kleinere Zimmer. Ich möchte einfach eine Wand ziehen. Gar kein Durchgang, einfach eine Wand. Ist das machbar? In eurer Welt. Bei The Sims. 4. Ach komm, weißt du was? Wir machen das so. Jetzt haben wir der 4 und der 4. Perfekt. So, und der Torben kriegt das größere Zimmer, oder was? Ne, eben nicht. Dann wird. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie ich das machen soll. Ich würde sagen. Ach, wir brauchen ja auch noch ein Badezimmer. Okay, passt auf. Dann machen wir das gleiche jetzt hier nochmal. Zack. Okay, haben wir. Haben wir im Kasten. Und jetzt hätten wir das hier eben gar nicht verkaufen brauchen, denn das brauchen wir jetzt wieder. Dann müssen wir wieder kleiner machen. Das war mein Handy. Und noch um einen. Ne, 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 ne. Das bleibt so bitte. Ich möchte den dahinter grapschen. Danke. Ne, hä? Egal, das ist gut so. Weil das Wohnzimmer soll größer sein als die Küche. Okay. Okay, Leute, das ist gut. Für unser erstes Haus, was ich jemals in Sims baue. Wir brauchen jetzt eine. Ne, nicht so eine, sondern eine Schliechetür mit einem Paneel. Schliechetür, Holztür mit vier Paneelen. Ach so, das. Keine Ahnung. Ich will. Wir brauchen auf jeden Fall eine Doppeltür. Zeig mal. Boah, die sieht mega geil aus. Komm, wir gönnen uns. Als Haustür. Als Haustür muss das ja sein, ne? Muss ja auch schön aussehen. So, wir brauchen auf jeden Fall hier Wandtexturen. Bodenmuster. Mauerwerk. Nein, ich will gerne die Wand textieren. Darf ich das denn?
möchte kein Bodenmuster. Ich möchte gerne Wandmuster, perfekt. So. Mauerwerk. Was sieht denn cool aus? Ich finde, die sieht ziemlich cool aus. Was passt besser zu unserer Tür? Die. Oh, das kostet ganz schön, muss ich sagen. Aber es tut man nicht alles, damit das Haus von außen schön aussieht. Auch es geht sogar. Ja, ich möchte doch nur meine Maus bewegen. Dann halt nicht, dann muss ich das halt so umständlich machen. So. Ja, nicht zum Ende von. Schön, schön. So, okay, jetzt haben wir unser Haus auch ein bisschen sehr schön gemacht, muss ich sagen. Okay, weiter geht's. Die Zimmer von innen. Ich möchte nur dahin. Okay, danke. Die Zimmer. Mein Zimmer soll gestrichen werden in Tapete. Tapete oder was schon wir machen? Paneele. Verkleidung. Nee, ich finde eine Farbe schön, aber ich möchte gerne sowas. Ach komm. Wir nehmen einfach. Ach so, wir können die. Ach, mit die Shift-Taste. Ach so. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal ein schönes Weiß. Come on. Das war gar kein Weiß. Okay, das war auch dämlich. Was ist da passiert jetzt? Nichts, okay. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist Floris Zimmer. Flori hat nämlich seine Lieblingsfarbe gelb. Dann nehme ich für mich blau. Und Tobis Lieblingsfarbe ist rot. Rot ist nicht machbar, Tobi. Was willst du tun? Handbemalt. Das ist ja was für Tobi. Tobi kriegt ein schönes handbemaltes Zimmer. So, Tobi. Und damit bist auch du zufrieden? Okay. Das Wohnzimmer von uns. Wie soll denn das Wohnzimmer aussehen, Leute? Ich weiß es gar nicht. Ich finde, unser Wohnzimmer sollte schön aussehen. Ach, guck mal hier, Tobi, das ist doch deine Farbe. Weißt? So, ne? So, so sieht's besser aus. Okay, das Wohnzimmer soll auf jeden Fall schön aussehen. Wo ist denn Tapete? Tapete. Weihnachtssterne, nein. Ich möchte einfach. Keine Ahnung. Tapete ist eigentlich auch scheiße, ne? Was ist das? Das, ach so, okay. Retro Deluxe. Nee. Ich finde, das Wohnzimmer sollte einfach weiß sein. Purer Ausdruck. Perfekt. So, das sollte jetzt, okay, das ist weiß. Das Badezimmer. Das Badezimmer sollte am besten auch weiß sein. Genau. Der Boden vom Badezimmer soll auf jeden Fall. Ach, die Küche soll auch weiß sein. So, das haben wir jetzt. Und der Flur soll. Wie macht man den Flur? Ich finde, der Flur könnte. Ne, nicht grün, das sieht hässlich aus. Ich finde das als Flur gar nicht schlecht, oder? Komm, nehmen wir mal. Einfach mal ausprobieren. So. Ja, das haben wir jetzt. Sehr gut. Hier muss erstmal noch eine Tür. Jetzt machen wir erstmal die Türen. Türen suchen. Hier können wir jetzt schlichte Türen reinmachen. Das sieht sogar, passt sogar zu den Zimmern. So. Scheiße, hier brauchen wir eine Doppeltür für ein Zimmer, ne? Oh Gott, Leute, was habe ich getan? Oh nee. Das ist doch behindert, ist das. Und warum habe ich das hier gemacht?
Das ist auch total dämlich, ne? Einer kriegt dann halt ein größeres Zimmer. Lass mich bauen. Da. So, passt auf. Abbrechen. So, dann kriegt der Torben einfach das größere Zimmer. Und der Tobi kriegt auch das größere Zimmer. Wir brauchen ja auch schon ein bisschen mehr Platz. Wir sind ja auch schon junge Erwachsene. Weil das hier wird das Badezimmer. Badezimmer muss nicht so groß sein. So, okay. Wir können uns jetzt schon mal gut Türen reinmachen, Tobi und ich. Und wir nehmen da natürlich auch die schlichte Tür. So, bei Flo ist jetzt das Problem, der kriegt die einfach hier. Also Problem gelöst quasi. Und Tobi kriegt sie da, wo er sie kriegen muss. Und das Badezimmer kriegt sie ganz am Anfang. Damit sind alle Probleme gelöst. Okay. Jetzt das Zimmer hier. Die Küche. Küche ist kein Ding. Und Wohnzimmer kriegt sie einfach ganz am Ende. So, jetzt ist das so verwinkelt alles. Okay, gut. Ja, den Flur habe ich auch schon tapeziert. Jetzt kommt das Bodenmuster, würde ich sagen, ne? Wir machen nämlich erst alles perfekt. So. Was ich im Badezimmer weiß ich schon, was ich will. Ja, da weiß ich, was ich will. Da will ich dieses schöne Steinmuster. Ne? Das sieht gut aus im Badezimmer, finde ich. Okay. In unserem Zimmer möchte ich natürlich, im Wohnzimmer möchte ich natürlich schönen Kastanienboden. So. Wunderbar. In der Küche möchte ich weißen Holzboden, weil der schön pflegeleicht ist. Und in unseren Zimmern möchte ich auch den schmucken Kastanienboden. So, da haben wir uns jetzt gegönnt. Achso, hier fehlt auch noch Laminat. So, gut. Sehr gut. Ich bin schon mal zufrieden. Jetzt kommen Fenster. Fenster. So, passt auf. Klassische Fenster. Ganz, ganz easy nehmen wir. Ein Doppelfenster wäre gut. Fenster, nee, sowas nicht. Moment mal. Wie machen wir das am besten? So, passt auf. Hier passt der ja gut rein, oder? Oder? Ah, Mann. Das nervt mich gerade ein bisschen. Muss man ein bisschen weiter zurück. So. Okay, nee, tut er nicht. Nein, das ist hässlich. So, das hat ein, das, das würde reinpassen. Sieht zwar nicht so schön aus, aber passt. Mein Zimmer kriegt einen Einserfenster. Ah, ne, das sieht dann hässlich aus im Vergleich zum anderen. Och Mann, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute, weil die halt so unsymmetrisch sind. Boah, die passen perfekt zu unserem Haus. Oh ja, die kommen rein. So, die kommen rein. Flo, dein Fenster muss weichen. Abbrechen. Für 8 Dollar, ja, für 8 Dollar, boah, haben wir richtig Gewinn gemacht mit. Boah, die sind so teuer, die Megafenster, ne? Da kann man halt nichts dran machen, so. Erstmal braucht jedes Zimmer ein Fenster. So, das Badezimmer kriegt natürlich nur so ein kleines Kleeblattfenster hier. Ah, ne, so ein Lichtkasten. Ah, das Badezimmer kriegt gar kein Fenster. Okay, danke. Und das Wohnzimmer kriegt größere Fenster. So. So. Und so. Und so. Na, es ist echt. Ach so, hier kann ich ja wieder bewegen, genau. So und so. Gut. Das wird natürlich hier direkt weitergezogen. Ne, hier kommen wieder die Fenster rein.
Eins und zwei und eins und zwei. Gut. Kann man so anbieten, würde ich sagen. Nee, das muss hier noch ein weiter nach da verschoben werden. So kann man das anbieten, auf jeden Fall. Gut, jetzt können wir auch dann schon zur Innenausstattung kommen. Also, mein Zimmer kriegt erstmal ein Bett. Bett. Gut. Alter, das sieht natürlich mega geil aus, aber ist so teuer. Unwohl. Ach, das ist mega geil. Das kostet aber so viel. Oh, nee. Ach, du kannst dir sogar ein Doppelbett gönnen. Ich würde sagen, jeder von uns kriegt ein Doppelbett. Alter, das sieht so geil aus, ne? Dieses. Boah, guckt's euch an, ey. Torben kriegt ein Designerzimmer. Die anderen kriegen alle. Hier, ihr Penner. Lebt damit. Ich kriege hier das Geilste. So, gut. Damit hat jeder jetzt schon mal ein Bett. Okay. Wisst ihr was? Tobi kriegt auch so ein fettes Ding. Und damit das schön einheitlich aussieht, kommt es bei allen auf. Oh fuck, haben wir viel Geld ausgegeben für die Scheiße. Okay, jetzt kommen die wichtigen Dinge im Leben. Nämlich Dusche. Dusche, einfach so eine ganz standardhaftige Dusche. Boah, ja, so in der Farbe. Passt zu unserem Badezimmer. So, Toilette. Die sieht natürlich mega geil aus. Ist aber auch mega teuer. Ach, fuck off. Oder sagen wir mal fuck off, ne? Pass auf, wo kommt die Toilette am besten hin? Ich würde sagen, hier so, ne? Wenn man einen schönen Ausblick auf die Dusche hat, genau. So, dann ein Waschbecken. Das sieht mega gut aus, finde ich. Na? Ja, ich finde, das sieht gut aus. Passt auch gut zu unserem Badezimmer-Style. Was brauchen wir noch im Badezimmer? Ein Waschbecken haben wir, eine Toilette haben wir, eine Dusche haben wir. Oh, da ist auch schon der Timer, Leute. Das heißt, ist das Badezimmer jetzt schon? Ach komm, wir stellen da noch einen Schrank rein. Oberflächen. So einen schnuckeligen Schrank hier, ne? Mal gucken, welche Farbe wir da nehmen können. Hä, warum kann ich da. Ach so, weil da die Tür ist. So, neben dem Waschbecken muss natürlich ein Schrank stehen, wo dann hinterher auch Dinge draufgestellt werden können. Das Haus ist eigentlich viel zu groß, habe ich das Gefühl. So, egal. Es geht schnell weiter mit einem Tisch. Schreibtisch. Und zwar. Tobi kriegt ein Wissenspult. Auf jeden Fall. Tobi kriegt ein Wissenspult. Und Torms muss schön stylisch aussehen. Das passt zu mir. So ein Scheiß. Und Flo kriegt ein aufpoliertes Pult. Habe ich das bei mir richtig rum? Ja, gut. So. Haben wir auch. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, boah, ich saß gerade schon wieder so, habe ich das Gefühl gehabt. Wenn ihr mich nicht seht, dann tut mir das echt leid. Ich sage, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao.